Oh, Horrorpranks. Ja, ich kenn das ja ein bisschen selber. Bei mir ist es immer so, wenn ich in der Öffentlichkeit draußen rumlaufe, was leider nicht so oft passiert, darüber habe ich aber ja jetzt ein Video gemacht, guckt euch bitte das Video vorher an, ist es so, dass sich die Leute erschrecken. Und Halloween ist so die einzige Zeit, wo ich mich sehr wohlfühle und wo sich auch die Leute erschrecken sollen. Der Schlendermann schlendert hier rum. Run. Übrigens, kleiner Fun Fact, mich hat mal jemand erschrocken. Und bei mir ist es so, wenn diese Person sehr nah bei mir ist, es kann sein, dass es dann zu Spastiken kommen kann, also so Zuckungen. Und es kann sein, dass ich dann außersehen vielleicht um mich herschlage. Also nochmal, sorry. Ne? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte das nie, aber ich habe mich wirklich so dolle erschrocken und es tut mir leid. Ich dachte wirklich, hinter mir ist einer. Oh, da ist der Günther. Run. Er ist in die Mülltonne rein. Vor allen Dingen, was hat der davon? Der hat da genau geguckt. Der hat ja wirklich genau da reingeguckt. Der weiß ja, dass er sich. Kennt ihr solche Horrorspiele? Oder Filme? Wo die sich unterm Bett verstecken? In dem ganzen Raum gibt es keine Tür, nur eine einzige Tür. Außer mein Raum hatte damals nie eine Tür, aber es ist was anderes. Aber nee, normalerweise hat ein Raum eine Tür. Und wenn dann irgendwie Slenderman in deine Tür slendert, was ja hier und da mal passieren kann, passt bitte auf euch auf, das ist nicht schön. Ja, Entschuldigung, es haben gerade Halloween-Kinder bei mir geklingelt, die wollten Zigaretten und Alkohol. Ja, die Zeiten ändern sich. Naja, gut. Ja, wie schon gesagt, ne, wenn man in so einem Raum ist, so und da ist nur eine Tür, was sollten dann das Monster oder in bestimmten Fällen der Mörder dann denken, wenn man sich unter das Bett verstecken kann? Also ich wäre der Erste, der dann unter das Bett gucken würde. Ne? Also da sitzt man dann vom Fernseher da und sagt sie so, Alter, Kunde, was ist bei dir los? Ich würde dir gerne ins Gehirn kacken. Da stimmt doch irgendwas nicht. Versteck dich doch nicht unters Bett. Dann spring doch einfach aus deinem Fenster raus. Du wohnst im ersten Stock. Mein Gott, da passiert doch nichts. Oh, das ist asozial. Boah, Alter, jetzt habe ich mich sogar erschrocken. Alter. Oh. Das hört sich so geil an mit den Füßen. Geil. Aber wisst ihr, das finde ich wenigstens noch lustig, ne? Anstatt sich im Wald oder so hinterm Baum zu verstecken. Und sage ich mal, jüngere Frauen oder allgemein Frauen, Mädchen oder Jungs oder sowas zu verarschen. Das sind ja jetzt hier, sage ich mal, ja klar, viele finden das trotzdem nicht witzig, aber das sind ja erwachsene Männer, erwachsene Herren, die jetzt nie unbedingt im tiefen Wald sind, sondern irgendwo, wo noch andere da sind. Und wenn man da, sage ich mal, so einen Joke macht, mein Gott. Oh, ich hab ganz böses Gefühl, wenn klar die Tür aufgeht. Boah, geil. Der Slenderman wollte doch nur mit dem Fahrstuhl fahren. Was ist denn los? Run. Okay, das ist echt gemeint. Das ist hier. Run. Das würde ich nie tun. Also, man muss ja in Bruchteil von Sekunden seine Chance ausrechnen. Ne? Wenn ich mit meiner Freundin da wäre, musst du ja die Chance von deinem Überleben ausrechnen. Und wenn du deine Freundin dann dahin wirfst, was ich nie tun würde. Nur, das ist rein theoretisch. Das ist alles hier nur Theorie und Physik und so. Ne? Wenn du dann deine Freundin dahin wirfst, ist die Chance sehr hoch, dass du abhauen kannst, weil der kümmert sich dann erstmal um deine Freundin. Ne? Also manchmal, was denken ihr, wieso ich abends meine Freundin mitnehme?
Genau aus dem Grund. Falls mal sowas passiert. Das ist so Run. Gemein. Der Raser. Ich hoffe, hier wird nicht geblitzt. Run. Ja, hier. Also, so rein theoretisch ist es ja nie verkehrt, weil er hat jetzt eine sehr hohe Überlebenschance. Also, ne, das meine ich, also klar, ich würde das nie, ne, ist alles nur Theorie, so, wenn das passieren würde, so, ne, ich muss ja relativ schnell überlegen und das fällt mir echt schwer. Aber rein theoretisch hättest du dann die Möglichkeit zu überleben, wenn Slenderman hinterher ist. Ne, klar. Ja, man muss im Leben immer Opfer bringen, ne? Und diesmal dann so, ne? Ja. Run. Ist das geil? Ist das geil? Das ist so gemein. Run. Ich dachte, der wollte sich jetzt boxen. Okay, also ich muss ganz, wenn er so immer geht, ne? Dann finde ich den fast schon gruseliger als Slenderman, ne? Also stellt euch mal vor, ihr schlaft so, ihr seid der Sohn von ihm und ihr wacht abends auf, weil ihr euch ein Energy reinknallen wollt oder ein Wodka, geht an den Kühlschrank und auf einmal da wird schon, jo. So entstehen Geschichten über Monster. So entstehen Geschichten über Monster. Die Väter sind dran schuld. Ich wusste es. Ja gut. Run. Boah, die haben das. Boah. Ja, geht auch, ne? Einfach das Kind da gelassen. Run. Ja, das. Ich hätte das nie das Kind da gelassen, aber guck mal. Warte mal. Also, er hat ja schon viel erlebt hier, ne? Das Kind hat nur sein ganzes Leben vor sich. So, als Vater hast du hier die Auswahl. Nimmst du das Kind mit, ne? Kind ist teuer, bis es 18 ist. Oder du nimmst hier ihn mit. Ich denke mal, das würde auch sein Sohn oder sowas sein, sein älterer Sohn. Oder du sagst hier, Sohn, du bleibst jetzt hier. Du musst dich opfern, ne? Also, schwierig, ne? Also, das sind wirklich so Pranks, da habe ich immer Angst vor, dass ich so geprankt werde. Also, wie schon gesagt, bei mir ist wirklich das Problem, ich wurde schon mal so geprankt und ich habe ganz außersehen, durch meine Attacke, durch meine Panikattacke, durch meinen Herzinfarkt, leider um mich herum geschlagen und der mich geprankt hat, der hatte dann auch Schmerzen. Also nochmal hier, ich weiß ja, du guckst hier und da mal rein, ne? Sorry. Tut mir leid, so deine Zähne, klar, scheiße gelaufen, Nase, gut, kann man wieder richten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Haut rein und tschüss.